Heute zeige ich euch die zwei besten Schwerter, die ihr am Anfang in Witcher 3 finden könnt. Sind mehr als doppelt so stark als alles andere, was ihr am Anfang findet. Bleibt auf jeden Fall dran, sollte man wirklich abstauben. Servus Hexer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere Monster schon erlegen. Ich habe für euch hier in diesem Video zwei wirklich legendäre Hexer-Schwerter, die es sich wirklich lohnt abzustauben. Sind mehr als doppelt so stark, was ihr eben sonst findet. Übrigens ist die Ansprache ja auch neu. Früher, fast sieben Jahren, hieß es ja 2015 Servus Witcher-Freunde. Ich dachte, eine kleine Aktualisierung zu Servus Hexer würde auf jeden Fall passen. Könnt mal gerne in die Kommentare reinschreiben, was findet ihr besser, Servus Hexer oder Servus Witcher-Freunde. Auf ganz oldschool. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Wo bekommt man die zwei legendären Schwerter direkt am Anfang her? Und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch Witcher 3 gefällt. Ihr seht natürlich bei mir die beiden Schwerter ausgerüstet, sind grün eben, sind spezielle Witcher-Hexer-Schwerter und eben nichts Normales, was man so in der Open World finden kann. Macht auch wieder extrem viel Spaß, wieder bei Witcher unterwegs zu sein. Werden noch einige Videos rauskommen. Ich habe maximal Bock. Ich möchte euch kurz zeigen, ja, wie gut sind sie, dass ihr auf jeden Fall die Werte seht, bevor ich euch zeige, wo man sie herbekommt. Ihr seht hier eben, ist ein Viper-Schwert von der Viper-Hexer-Schule. Deswegen sind sie auch grün, sind deutlich stärker als alles andere eben, was man am Anfang in Weißgarten im allerersten Gebiet finden kann. Die Stahlwaffe hat einen Schaden von 49 bis 61 Punkte für die ganzen Menschen, ja, und für die ganzen Monster gibt es hier das Silberschwert mit 112 bis 138, was wirklich ordentlich ist. Zum Vergleich, was ihr vielleicht am Anfang auch gefunden habt, so wie ich natürlich, 22 bis 26, 26 bis 32 oder hier eben 8 bis 10. Und da sind diese Waffen wirklich deutlich besser. Lohnt sich wirklich am Anfang zu holen und kann man auch relativ lang noch spielen, wenn man auch schon bei Weißgarten eben weit hinaus ist. Einfach zwei richtig nice Waffen. Sie haben on top eben noch mehrere Boni drauf, was uns natürlich auch in die Karten spielt. Na, die Zeichen sind stärker, Vergiftung ist mit drauf. Man bekommt Bonuserfahrung beim Monstertöten, auch nicht verkehrt. Man levelt schneller. Die Dinger sind wirklich extrem nützlich. Man kann auch noch selber eine Rune einbauen. Seht ihr, hier habe ich schon gemacht. 2% Chance auf Verbrennung. Ist nicht viel, aber trotzdem nice. Macht natürlich dann auch nochmal ein bisschen extra Damage, wenn das Ganze aktiviert wird. Wo bekommt man die jetzt her? Das möchte ich euch mal kurz zeigen. Lohnt sich dran zu bleiben. Wir beginnen mit der Viper-Stahlwaffe. Kann man gleich am Anfang abstauben. Auf der rechten Seite seht ihr hier bei mir, müsst einfach hier in Weißgarten eben hinlaufen. Geht gleich zu Beginn. Die Gegner sind nicht ganz so stark. Dort ist so eine Burgruine etwas erhöht. Bedeutet, ihr müsst einmal außen rumlaufen auf die Rückseite, da kommt man am besten hoch, wie ihr bei mir das Ganze seht, müsst mehrmals hochspringen, hochklettern. Wenn ihr oben angekommen seid, warten ein paar Gegner auf euch, ich glaube zwischen 3, 4, 5 Gegnern, die ihr dann ausschalten müsst, sind eigentlich nicht allzu schwer und wenn ihr sie besiegt habt, könnt ihr in den hinteren Teil der Burgruine reinlaufen, wo sie auch gehaust haben und dort ist eben eine Truhe und dort bekommt ihr das Schema von der Viper Stahlwaffe, das ist sozusagen der Hand, also der Herstellungsplan, ja, die könnt ihr dann beim Schmied herstellen, wie das geht, zeige ich euch dann gleich. Als zweites holen wir jetzt die Silberwaffe, extrem stark, ist etwas weiter oben auf der Karte, seht ihr hier auch oben rechts und die ist deutlich schwieriger zu holen als die Stahlwaffe, hier wartet nämlich eine Erscheinung auf euch, ein Gespenst, ich habe jetzt hier mit Jirden gekämpft, ich glaube aber nicht, dass es wirklich was gebracht hat, müsst mal schauen, wenn ihr das Gespenst auch so treffen könnt, ohne dass es in diesem Jirdenkreis drin ist, dann könnt ihr auch super mit Gwen zum Beispiel kämpfen, dann könnt ihr einmal Schaden abblocken und geht eben nicht so schnell drauf, denn das Gespenst macht wirklich böse Schaden. Guckt ein bisschen, wie sich es bewegt. Hat so eine gewisse Abfolge. Zwei Drehungen hintereinander und dann kann man auch gut wieder an das Gespenst, an diese Erscheinung ran. Kurz bevor sie tot ist, geht sie in den unteren Bereich einer Krypta. Die könnt ihr mit Art, heißt glaube ich, wegsprengen. Und dann kommt ihr in den unteren Bereich rein, könnt da dort nochmal ganz kurz gegen die Erscheinung kämpfen. Und wenn sie tot ist, schaut euch auf jeden Fall unten in dieser Krypta um. Auf der rechten Seite findet ihr nämlich auch hier das Schema der Silber Viper-Waffe. Als nächstes müssen wir natürlich beide Schwerter herstellen. Ich zeige euch mal kurz, wie das Ganze geht. Auch noch mit ein paar coolen Tipps, wie man da auf jeden Fall günstig an die Untermaterialien rankommt, um eben die Schwerter herstellen zu können. Dafür müsst ihr jetzt in das Lager der Nilfgaarder gehen. Dort ist nämlich der Waffenschmied. Ihr seht ja auch hier, ist oben links die Location. Der Schmied unten, der Zwerg in der Stadt oder im Dorf eher gesagt, der kann nur Rüstungen schmieden. Und der hier einfach dorthin gehen kann eben dann für euch die zwei Viper-Schwerter herstellen. Ihr sprecht ihn ganz normal an. Ich gehe jetzt hier mal kurz drauf aufs Handeln. Ihr könnt dann nämlich einen Reiter nach rechts gehen, ist es, und zwar zum Handwerk.
Und dort seht ihr zum Beispiel hier einmal das Silberschwert ist da als Herstellung eben und unten das Stahlschwert. Das habe ich auch schon hergestellt. Und man braucht hier eben verschiedene Zutaten, die man finden kann oder zum Beispiel auch kaufen. On top kostet es ein bisschen Geld und dann könnt ihr die Waffe herstellen. Ihr seht jetzt, bei mir zum Beispiel fehlt aktuell noch ein Silberbarren. Ihr könnt natürlich auch Silber bei ihm kaufen. Hier unten seht ihr zum Beispiel und dann könnt ihr auch erstmal den Silberbarren herstellen. Schaut wirklich, dass ihr auch alles am besten in Weißgarten abgrast, die ganzen Fragezeichen macht, die Truhen immer lootet, denn da bekommt ihr sehr viele Materialien, wo ihr dann schneller die Waffen herstellen könnt, günstiger als alles eben bei den Händlern zu kaufen. Das ist wirklich wichtig. Seht ihr bei mir, wenn ich hier Truhen öffne, dann bekomme ich echt richtig nicen Loot raus. Ja, teilweise bekommt man da auch andere Schemas und kann eben dann bestimmte Sachen beim Handwerk eben dann mehr herstellen. Nur zur Info, einerseits könnt ihr dann wie gesagt dann hier aufs Handwerk gehen. Ich gehe mal hier einen Tick runter und zwar dann eben die Silberbarren mit Silber herstellen, wenn ihr kleines Silber besitzt oder hier eben aus Silbererz kann man auch Silberbarren herstellen, wenn man die ganzen Schemas gefunden hat. Oder was auch wichtig ist, wenn man jetzt zum Beispiel nichts mehr von Silber hat, man geht fast pleite, solltet ihr mal beim Zerlegen reinschauen. Das ist wirklich ein sehr nützlicher Tipp, denn ich habe hier zum Beispiel so eine Silbergießkanne, nee, Teekanne gefunden, die gibt mir zum Beispiel ein bisschen Silbererz oder hier zum Beispiel dieses reine Silber. Wenn ich das eben zerlege, das kann ich auch mal ganz kurz machen, das kostet 10 Gold im Endeffekt und da kommt direkt ein Silberbarren raus. Deswegen schaut auf jeden Fall mal durch, hier bekommt ihr zum Beispiel Lederstücke, ja, oder wenn ihr hier unten auch hier nochmal drauf geht, bekommt ihr Stahlbarren raus aus dem Silberblech. Deswegen immer beim Zerlegen reingucken, was ihr gelootet habt. So kommt ihr günstiger dann an die Herstellung ran. Und wenn ihr dann alles besitzt, wie ihr eben bei mir jetzt hier sehen könnt, dann müsst ihr noch 104 Silberlöhnen. Das geht, Geldlöhnen, das klappt bei mir gerade, denn ich habe 107. Und dann könnt ihr euch eben das Viper Silberschwert herstellen. Das Stahlschwert habe ich jetzt schon hergestellt. Man kann es sich auch nochmal neu herstellen. Braucht dann eben, wie gesagt, nochmal ein paar mehr Materialien, die man einerseits kaufen oder auch finden kann. Und dann gehe ich jetzt hier mal zurück. Dann ist es nämlich im Inventar drin. Eine absolut nice Waffe. Seht ihr hier, ist jetzt hier hinzugefügt. Deutlich stärker als meine vorherige Waffe. 35 Punkte eben mehr, was wirklich nice ist. Und was man eben auch machen kann, was ihr vorher auch gesehen habt, bei mir sind die Slots noch leer. Wenn man auch noch Runen gefunden hat, dann kann ich zum Beispiel jetzt hier 2% Betäubung auf diese Stahlwaffe draufhauen und zum Beispiel jetzt hier 2% Verbrennung auf die Silberwaffe. Und so seid ihr wirklich am Anfang richtig stark und solide unterwegs und könnt dann eben schön in dem Gebiet nach Weißgarten oder teilweise auch noch in Weißgarten eben, ja, sehr gut die Monster und auch die Gegner töten. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier auch noch nicht das große Monster getötet. Ich muss gerade noch Kreuzdorn finden, um dann eben den Greifen zu besiegen und das kann ich dann eben direkt mit dem neuen Silberschwert machen und da merkt ihr auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied. Ich hoffe, das kleine Guide-Video hat euch geholfen. Werden natürlich jetzt noch über die Weihnachtsferien noch ganz andere Guide-Videos rauskommen, die super nützlich sind. Wer da nichts verpassen möchte, kann gerne mit dem Abo dabei bleiben. Wird sich auf jeden Fall lohnen. Und falls ihr noch Fragen zum Game habt, einfach in die Kommentare rein. Dann weiß ich auch, was euch helfen wird. Aber ja, wird auf jeden Fall eine legendäre Zeit. Ich freue mich echt über Witcher wieder unterwegs zu sein und werde es jetzt auch in den nächsten Tagen ordentlich zocken und für euch die Videos rausbringen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und ich wünsche euch richtig viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.